Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin hier gerade in meiner Werkstätte in Linz und Telefon, kleinen Moment bitte. Hallo Herr Wagner, wie geht's? Ja, schön. Sie haben den Betrag überwiesen, ja, das finde ich wirklich anständig von Ihnen, ja. Genau. Der ist nicht mehr zu retten, mein DAF. Naja. Ja, die Schwierigkeiten sind natürlich von irgendwo gekommen, klar. Verstehe ich. Gut, dann besten Dank. Ja, danke für die Erledigung. Tschüss, ciao. Ja, Leute, das war der Herr Wagner vom DAF. Die haben mir jetzt meinen DAF zurückgenommen. Ihr habt ja mitbekommen, in der letzten Serie wieder wirklich enorme Schwierigkeiten. Getriebe, wieder der Motor, wobei das Auto erst vor kurzem komplett zur Überholung in der Werkstätte war, waren wieder die gleichen Probleme. Und die haben mir jetzt einen Preis gemacht, der zwar schmerzt, aber trotzdem noch akzeptabel ist. Genauso muss man das sagen. Ja, und ich war in der Zwischenzeit aber natürlich auch fleißig und habe mich da ein bisschen umgesehen, was man da so machen kann. LKW ist natürlich mein wichtigstes Betriebsmittel, und wenn der nicht rollt, dann verdiene ich natürlich auch nichts. So, und darum steht jetzt ein neuer in meiner Garage. Ein Scania S 650, 650 PS, V8 Maschine. Man gönnt sich ja sonst nichts. Und der hat auch sogar schon meine Aufschrift am LKW. Die Plane habe ich erneuern lassen, auch mit Aufschrift. Wir schauen uns das kurz von ein bisschen mehr Distanz an. Internationale Transporte, H.M. Gesellschaft, V-Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Mit Sitz in 4020 Linz in Österreich. Genau. Ein wunderschönes Auto, sehr elegant, meiner Meinung nach. Gut, das ist Geschmackssache, es ist mein Geschmack. Ihr werdet es mir bitte mitteilen und unter die Kommentare oder bei den Kommentaren schreiben, wie euch der gefällt, ob der euch gefällt. Genau. Ich würde sagen, wir fahren kurz aus der Garage raus. Ich habe heute keine Fracht. Ja, innen ganz. Ganz toll. So, und jetzt. Ein modernes Auto, ganz einfach. So, dann mal kurz rausfahren. Seht ihn euch an. Ja, ich habe wirklich meine Freude damit. Und ich bin überzeugt, dass der keine Schwierigkeiten machen wird. Das heißt, wir werden die nächsten Touren dann bald wieder unterwegs sein können.
Der ist jetzt absolut jungfräulich. Der Motor läuft tadellos. Ich bin ein paar Kilometer gefahren. Nur ganz kurz zwischen Linz und Salzburg wieder retour. Wirklich genial. Die Schaltung ist etwas gewöhnungsbedürftig. Das ist eine Scania-Schaltung. Die ist ein bisschen anders als die letzte, die ich hatte. Die letzte war eine 16-Gang-Schaltung. Da habe ich jetzt eine 12er-Schaltung. Eine Scania 12 plus 2, um ganz genau zu sein. Aber auch an die werden wir uns gewöhnen. Gut, ich danke euch fürs Zuschauen. Freue mich auf das nächste Video, wenn wir dann wirklich wieder unterwegs sind. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Danke fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Euer Hermi.